Hallo meine Lieben, hier ist wieder der Player of Silent Soul. Heute mache ich das neue Amiga-Tutorial, weil das erste mein Mikrofon ein bisschen gesponnen hat. Ich habe es leider nicht bemerkt, also fangen wir jetzt nochmal von vorne an. Wir starten den Emulator mal. Kommt diese kleine Message. So, ein bisschen in die Mitte. Und gehen hier auf die Settings und oben nach unten mal durch. So, fangen wir oben an. Also es ist WinUAE 3.4.0 Version, Ende Dezember 2016 rausgekommen. Hier habt ihr die Pfade, wo eure ROMs sind. Ich empfehle hier, macht euch einen ROMs-Ordner, wie ihr noch seht. Und wo geht's weiter? Das war schon alles. Hier plus die ROMs. Mehr braucht ihr nicht. Quick Start ist für die schnellen Einstellungen. Also die Schnellstarts, aber ich mache es lieber langsam, weil wir wollen es ja ausführlich erklären. Darum gehen wir jetzt hier weiter. Configurations braucht man auch nichts. Hardware. Könnt ihr hier einstellen, die CPU, welcher Amiga-Chipsatz drin ist? Entweder der 500er oder 2000er oder so kommt dann noch. So, dann der Chipsatz ist hier dann, was ich gerade gesagt habe: Amiga 500, 500 Plus und so weiter. Wir machen ja den 500er. Dann das erweiterte Chipset. Braucht ihr auch gar nichts einstellen. ROMs. Hier kommt euer Kick-ROM rein. Ihr braucht dazu einmal das, am besten das Kick-ROM 1.3 oder das Kick-ROM 3.1, wenn ihr die höheren Amiga-Versionen benutzt, aber es reicht eigentlich das 1.3. So, RAM könnt ihr noch einstellen. Der Amiga hatte ja, glaube ich, das in der niedrigsten Version. Dann könnt ihr höher, 1 MB reicht oder 2 MB. Reicht vollkommen. Mehr braucht ihr hier auch nicht. Floppy Drives sind dann, wie man die Spiele startet. Das kommt am Ende. Hier könnt ihr auch CD-ROM und die Festplatte einstellen. Braucht ihr aber nicht, weil einfach die Spiele runterladen auf Festplatte, die sind so klein. Es gehen auch, glaube ich, diese Amiga 32 CD-Spiele. Habe ich aber noch nicht getestet, also brauchen wir das auch nicht. So, hier könnt ihr noch was einstellen, aber auch unnütz. RTG-Board. Hier könnt ihr eine zusätzliche Grafikkarte für den Amiga einstellen. Braucht man eigentlich auch nicht. Könnt ihr auch leer lassen. So, Hardware-Info. Kommt nicht mehr. So, Display. Hier könnt ihr dann einstellen, was euer Monitor hergibt. Oder die Grafikkarte dazu. Die Auflösung könnt ihr noch höher machen. Bringt ein bisschen was, aber es reicht ja, weil der Amiga konnte ja keine so hohen Auflösungen fahren. So, Resolution. High Res könnt ihr hier einstellen. Oder Super High Res sogar. So, dann das könnt ihr auch auf Disabled lassen. PAL ist klar. So, dann noch den Sound. Voll aufgedreht. Und die Frequenz natürlich auf 44.100. Geht, glaube ich, noch auf 48.000. Aber 44.100 reicht. So, dann die Gameports, was ihr habt.
könnt ihr hier einstellen. Port 2 dasselbe. Und hier könnt ihr auch noch einen emulierten Joystick einstellen. So, dann die IO-Ports. Printer. Ihr wollt ja nicht drucken, sondern zocken mit dem Teil. Das heißt also nur Printer und so. Die Ports halt. So, Input. Könnt ihr eure Buttons belegen. Und hier drei Configurations könnt ihr abspeichern. So, Output ist klar, Audio, aber das ist, glaube ich, zum eigenen Aufnehmen. Genau, Recorder. Aber wenn ihr aufnimmt, nehmt ihr bestimmt ein anderes Videobearbeitungsprogramm wie UPS oder so. Man könnte hier noch filtern auf HQ2, HQ3 und so weiter. Könnt ihr dann während dem Spielen testen. Das zeige ich dann noch, was sich dann verändert. Dann hier sind die für die großen Spiele wie Monkey Island. Könnt ihr dann alle Disketten hier reintun. Aber normalerweise reichen zwei Diskettenlaufwerke. Und die letzten zwei Punkte könnt ihr auch alles so lassen. Und dann kommen wir schon zum Spielen. Nee. So, und jetzt starten wir mal ein Spiel. Dazu müsst ihr einfach diese Floppy Drives. Ihr könnt hier vier Stück aktivieren mit Häkchen an. Braucht aber eigentlich bis zwei oder einen. Ihr könnt aber auch noch die Floppy Drive MLDs Speed einstellen. Aber ich lasse es auf 100% wegen den Ladefehlern. So, legen wir mal Batman ein. Dann braucht ihr bloß auf Start drücken. Und es lädt. So, hier könnt ihr noch einstellen, unendlich Leben und so. Gibt es verwandten Spielen? Starten wir mal. Ich lasse es jetzt im Fenstermodus, um euch dann zu zeigen, wenn man die Optionen verändert, also die Grafik und so, die HQ-Einstellungen, was sich daran ändert. Unten seht ihr eine Zahl laufen, dann seht ihr auch, ob es lädt. Und es hat geladen. So, wir können uns bewegen, wenn ihr euren Controller eingestellt habt. So, das ist natürlich ein bisschen pixelig und so. Und jetzt drückt ihr einfach F12 Optionen. Dann könnt ihr hier nochmal die Auflösung ändern. Und wo ist es denn? Die Filter, genau. So, schieben wir mal beide Fenster nebeneinander, dann sieht man auch, was sich ändert. Jetzt haben wir Null Filter. Jetzt können wir scalen. Oder HQ2.
Ich glaube, Super Eagle war die beste Einstellung. Ne, hat sich bloß gezoomt. Aber so sieht es ganz gut aus mit Alt. Return geht es eigentlich im Vollbild oder mittlere Maustaste und so könnt ihr auch größer machen. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, euer Player Besarden Soul und bis zum nächsten Tutorial. Ciao!